Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Moin. So Alex, heute sind wir mal wieder zu dritt, der Mike ist auch hier. Und ja, heute geht es nochmal um das Thema Dichtungen und zwar von Moped Klaus. Ich will immer Simson Klaus sagen, früher hieß er ja Simson Klaus. Und ja, er hat sich ja so ein bisschen etabliert mit wirklich guten Dichtungen für die Gehäuseabdichtung bei Simson Motoren. Und ja, das war so seine erste Dichtung, diese AF200. Das war eine Dichtung, die war, glaube ich, mit Glasfasern. Und ja, danach hat er dann diese entwickelt. Das ist die AF400. Und die war dann mit Aramidfasern. Die ist also für normale Motoren gedacht und die für etwas ja, hochgetunte Motoren. Also soll noch dichter sein. Und man sieht auch, es ist ein bisschen optimierter von den Abmessungen her, ist nicht mehr ganz so dick die Dichtung. Und ja, jetzt hat er was ganz Neues gemacht und zwar aus dem Kauter SIT A450. Ja, und der ist also Carbon verstärkt. Und ja, Alex, ich frage mich, was kommt als nächstes? Ne? Was gibt es denn noch für eine Steigerung? Tja, Nanoröhrchen. Nanoröhrchen? Okay. Also wirklich super und das hat er jetzt entwickelt für wirklich hochgetunte Motoren oder Rennmotoren im Racingbetrieb. Und die soll wirklich top dicht sein. Aber ich denke mal, für den normalen Motor reicht es auch, die rote zu verwenden, weil die ist auch leider ein bisschen teurer als die rote. Aber ich finde es super toll, dass es sowas gibt. Und ja, verlinken wir mal hier unten, würde ich sagen. Und seitdem Alex und meine Motoren auf jeden Fall top dicht. Ne? Ja, wollten wir euch mal zeigen. Also das gibt es jetzt. Und er macht auch alles, Gehäuse-Mitteldichtung, Vergaserflanschdichtungen oder eben hier auch für die Dichtkappe an der Abtriebswelle, die Dichtung, alle aus dem gleichen Material und auch Zylinderfußdichtung. Macht er die Vergaserdichtung auch in unterschiedlichen Durchmessern? Ich denke mal schon. Müssten wir ihn mal fragen. Ne? Das ist auf jeden Fall hier 22. Also damit kannst du auf jeden Fall, ja, wenn du die graue verwendest, das ist ja für High-End-Motoren. Also dann brauchst du auch die große wahrscheinlich hier. Ne? Ist die Frage, ob die dann bei dem roten dann kleiner sind. Aber ich würde mir wünschen, dass die etwas dicker ist, die Dichtung. Ja? Gut, man kann natürlich ein paar übereinander stapeln, aber wäre schön, wenn die vielleicht so 1,5 oder 2 mm dick wäre, damit eben die Wärme aus dem Zylinder nicht in den Vergaser geht. Ne? Aber gut, dafür gibt es ja dann am Ende auch den Isolierflansch, den kann man ja auch einbauen. Ne? Dann brauchst du zwei davon und gut ist. Ja, wollten wir euch mal zeigen und wie wir finden, wirklich Top-Dichtung. Also ich verbaue die echt total gern. Ja, das war's. Bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.